Leute und willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo von mir. Heute reagieren wir mal auf so ein paar Bug-Fails. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ob es ganz lustig wird. Vielleicht gibt es da auch irgendwie Tipps. Also so wie ich es jetzt in der Vorschau hier sehe, ist es glaube ich viel mit Missverständnissen. Aber auch viel versucht, aber hat nicht geklappt. Ich bin sehr gespannt. Also bei mir sah es anfangs auch nicht immer so toll aus. Ich blende euch mal hier einfach so ein Bild ein, wie meine ersten Torten aussahen. Also Übung macht den Meister. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Aber ich habe irgendwie Lust, ein bisschen zu lachen und mich auch mal zu freuen, dass ich doch vielleicht gar nicht so schlecht bin, wie ich das manchmal denke. Wir schauen direkt mal rein in das Video. Also der Text heißt schon mal, meine Mutter hat eine Gratulationstorte mit einer Cap drauf, also dieser Kappe, geordert. Ich denke, es gab hier ein Missverständnis. Ja, offensichtlich. Cap und Cat liegt aber auch ganz nah beieinander. Oh. Ja, ich denke, diese Botschaft spricht auch schon Bände für sich. Wenn man ein Stück bekommt von dem Kuchen und da steht Die drauf, auf Deutsch übersetzt tot, ist das schon wahrscheinlich sehr fürsprechend für das, was man für diejenige fühlt. Also, da wäre ich vorsichtig mit dem Probieren. Oh, ich muss sagen, das ist aber, ja gut, also die Form, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten. Die Augen sind vielleicht auch ein bisschen creepy so. Aber ich muss sagen, die Arbeit mit dem Fondant und diese Hörner und so, das sieht doch mega gut aus. Klar, es kann nicht immer wie bei Profis sein, aber wow, also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das ein Fail ist. Was sagt ihr? Oh nein! Wie traurig Baby Yoda aussieht! Oh Gott, oh das wird aber irgendwie, also jetzt geht's aber ab hier, muss ich sagen. Ja, das ist traurig. Und nein, während des Transports sind einige von dem I love you runtergefallen und steht dann nur yo. Aber das ist vielleicht dann auch so ein Anfang für so ein Gag. Wenn man so ein Pärchen ist und man möchte eigentlich ich liebe dich sagen und dann sagt man einfach yo, weiß der andere auch Bescheid. Ist doch ein cooler Insider. Muss man auch mal so sehen. Oh Gott. Danny DeVito soll das sein? Also ich muss sagen, das hier sieht ein bisschen aus wie, Eiter? Irgendwie so überall kommt hier Eiter raus? Das ist wieder wie beim Kunstunterricht früher. Was möchte der Künstler uns damit sagen? Also egal, wie schlecht die Torte ist oder wie... Man hat es ja versucht, aber man muss doch hier unten wenigstens mal den Rand sauber machen. Also ehrlich, ein bisschen Ordnung muss sein. Herkules. Ja, an sich finde ich es gar nicht schlecht. Weiß ich jetzt auch nicht, wo da der Fail sein soll. Schrift ist gut gelungen und so. Ja gut, der sieht anders aus. Aber die Torte an sich ist ja wohl eine 10 von 10. Es hat ein bisschen gedauert, aber es ist angekommen. Da steht nicht weltbester Vater, sondern weltbester Furzer. Also die Torte. Please send it to me. Hi, ich würde sie nehmen. Ja, da ist Mirror Glaze mal irgendwie ein bisschen, das sieht aus wie... Oh ne, ich will gar nicht ins Detail gehen. Nee, ich mach mal weiter, diese Gedanken an diesen... weg. Ich muss sagen, das ist echt schwer, so Holzstruktur hinzubekommen. Das ist gar nicht so einfach. Und ich muss sagen, das ist sehr kreativ gemacht. Man hat da auch zum Beispiel unten diese Krümmel. Das ist wahrscheinlich so Kuchenkrümmel mit Lebensmittelfarbe. Sehr coole Idee. Das sind wahrscheinlich so geschmolzene Bonbons oder Karamell oder sowas. Und dann gebrochen. Man muss ja auch nicht immer professionelle Torten machen. Die Idee dahinter ist doch gut und ich finde die Torte wirklich nicht schlecht. Klar hätte man noch ein bisschen mehr mit Struktur und Feinheiten und Größenverhältnis vielleicht auch arbeiten können. Aber an sich, wow, ich finde die gut. Was ist das? Also ich bin nicht verklemmt, was das Thema angeht. Es ist was ganz Natürliches. Aber muss ich das auf eine Torte machen? Soll das B für Blatt stehen? Happy Blood Day? Keine Ahnung. Machen wir einfach weiter. Oh mein Gott, ich hoffe, der kommt mich niemals nachts besuchen. Das sieht aus wie dieses eine Spiel, was alle YouTuber gespielt haben. Mit dieser, kennt ihr diese Spielzeugfabrik? Wo die Monster einen jagen? Genau das hätten die einbauen können. Das hätte 1:1 eine Vorlage werden können. Oh nein, ist das süß. Das finde ich ist so eine coole Idee. Es ist jedes Mal, wenn man eine neue Beziehung eingeht oder ähnliches, man ist so zurückhaltend und man überlegt sich zweimal, ob man jetzt auf der Couch lieber pupst oder ins Schlafzimmer geht oder was weiß ich nicht. Und da hat einfach jemand für seine Freundin
eine Torte gemacht für den ersten Pups, den sie voreinander hatten. Das ist ja wohl ultra süß. Also, wenn man so einen Partner hat, ganz ehrlich, da musst du ja nichts peinlich vor sein. Also, da wirst du ja wirklich einfach geliebt, so wie du bist. Finde ich klasse, ehrlich. Das ist genau, also, das ist mein Humor. Wenn es da draußen jemanden mit so einem Humor gibt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ja, komm, also, das ist auch wirklich schwer, muss ich sagen. Das ist doch wirklich Veräpplung. Das kann doch nicht ernsthaft so sein. Da kann doch nicht jemand so blöd gewesen sein, statt das Bild von einem Stick zu nehmen. Nee, das glaube ich nicht. Aber an sich, die Torte ist gut dekoriert. Muss man ja auch mal sagen. Kann ja nicht alles nur schlecht reden hier. Ey, komm, das ist aber ein cooles Einhorn geworden. Ich weiß zwar nicht, warum das Einhorn eine Nase hat und coole Augen, aber gut. Soll eine Katze sein. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Man erkennt es doch. Das ist Chewbacca. Das habe ich sofort gesehen. 1A Chewbacca. Auch wieder aus dieser Monsterfabrik. 1A. Das habe ich tatsächlich, wo ich meine Olaf-Torte gemacht habe, habe ich wirklich nach Vorlagen geguckt und das wurde mir so oft angezeigt. Das ist auch verdammt schwer, 3D-Torten zu machen. Ich muss mich da auch noch wirklich dran wagen. Das wird mir auch richtig problematisch zugrunde kommen, wenn Paluten wirklich Edgar auf den Markt bringt und ich diese Torte mache. Ich möchte, dass diese Torte auf dem Bein steht. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, der Grundplan steht schon. Mein Stiefvater und ich werden da irgend so ein Gerüst erschaffen, worum ich backen kann. Also das wird noch eine Herausforderung. Es kann auch sein, dass es einfach dann kein Video gibt, weil es einfach schlecht wird. Keine Ahnung. Oh, das ist aber süß. Ich muss sagen, da finde ich das rechte schon fast süßer als das linke. Ganz ehrlich. Das ist ultra knuffig. Ja komm, da hat man sich jetzt aber auch ein ultimatives Ding ausgesucht. Das ist ja ultra heftig. Ich wurde gefragt, was ich auf meinem Kuchen stehen haben möchte. Ich sagte nichts. Ja, nichts. Aber schön dekoriert ist nichts. Das soll Pikachu sein? Oh nein. Oh nein. Ich muss sagen, was man sich immer vorstellt. Und dann, ja, $72 dafür, ne? Also, ich habe letztens noch eine Torte gemacht. Wer mir auf Instagram folgt, der hat die gesehen. Es ist so eine Torte mit so Stern gewesen. Die habe ich für die Hälfte verkauft. Also, nee, das finde ich auch irgendwie frech. Da ist ja gar nichts drauf. Komm, das ist auch nicht schlecht. Das ist ein Osterlamm. Ja gut, dafür gibt es extra Form. Also so viel kann man da eigentlich nicht falsch machen. Aber scheinbar schon. Das ist eine Katze. Erkennt man doch sofort. Das ist aber auch schwierig, so ein Farbverlauf. Und gerade mit Buttercreme und so, das muss man einfach mehrfach machen. Aber das geht doch. Ja komm, da hätte man sich aber noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Die Form war ja an sich nicht schlecht. Die war ja gut. Nur spiegelverkehrt auch. Also diese Torten, auch wenn man so einen SpongeBob sieht, die sind nicht innerhalb von 2 Stunden fertig. Da braucht man auch seine Zeit für. Und da sollte man das auch immer appreciaten. Ja, aber guck mal, das wäre auch zum Beispiel links so eine Idee gewesen. Da hat man jetzt einfach nur die falschen Brotsticks genommen und vielleicht auch einfach was zu Flüssiges. Aber an sich ist die Tortenform doch schon mal gut. Unten ist auch sauber, das hatte Potenzial. Das auch zum Beispiel, ich finde das, wenn man als Freund oder ähnliches so eine Torte für jemand anders macht, aber mit dem Backen nicht so affin ist, ist das doch eine super Torte. Ganz ehrlich, man muss da wirklich mal auch mal anfangen, die Ansprüche runterzuschrauben. Das kann nicht alles immer perfekt sein. Halleluja, das ist eine richtig gute Torte. Die ist richtig gut eingedeckt, vielleicht größenverhältnismäßig nicht ganz so toll, aber vom Eindecken her und von dem Arbeiten her ist das eine richtig gute Torte. Das soll Schokolade sein, Leute, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, das Evoli ist ja wohl mal mega süß. Oh, das ist auch voll putzig. Also ich muss sagen, da waren wirklich gute Torten bei. Und wie ich auch schon zwischendurch sagte, man darf halt nicht vergessen, dass viele das gar nicht so professionell machen oder ähnliches. Und dafür die Geste ja wohl mehr zählt als das Endresultat. Also ist immer meine Meinung, muss ich sagen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn mir jemand eine Torte macht und du siehst, wie viel Mühe und Arbeit da reingesteckt wurde, auch wenn die nicht perfekt ist. Das ist doch eigentlich zweitrangig, oder? Also so sehe ich das. So sollten wir doch anfangen zu denken. Außer, wie gesagt, man bezahlt dafür wirklich Geld. Dann ist es wirklich einfach nur ärgerlich, wenn man da wirklich wieder einer da $72 für eine Torte bezahlt und die sieht einfach ganz anders aus. Deswegen, ich persönlich mache das immer so, dass ich vorher ein Bild schicke und frage, ob das in Ordnung ist, ob da noch irgendwas fehlt, Verbesserungsvorschläge sind oder ähnliches, damit man auch für das Geld wirklich das bekommt, was man haben möchte. Also es ist immer so meine Ansichtsweise. Ja gut, aber richtige Fails
Gut, ein paar waren dabei, aber hundertprozentig würde ich jetzt nicht behaupten. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr hier auch nichts mehr verpassen möchtet. Folgt mir gerne auch zum Beispiel auf Instagram oder ähnliches. Da poste ich auch gerne mal ein paar Torten, die ich hier nicht auf YouTube zeige. Und sonst sehen wir uns nächste Woche bei einem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüssi, ciao!